So, jetzt fassen wir das mal zusammen. Der Thaleskreis, der hat ja was. Ne? Thaleskreis, wie der genau funktioniert. Leute, Links, die erscheinen hier immer oben. Ich kann da nochmal drauf verweisen, wenn ich den Link dann einbauen kann. Da könnt ihr euch weiterbilden. Der Thaleskreis hat ja insofern was, egal welchen Punkt ich nehme, ich kann immer ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren. Wie und warum, wie gesagt, hier oben schauen. Und jetzt haben wir uns Folgendes erarbeitet. In diesem Thaleskreis habe ich mal ein ganz, 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 ganz spitzwinkliges und rechtwinkliges Dreieck eingemalt. Das sei die Gegenkathete zu diesem Winkel. Und der strebt gegen 0, also der sei mal fast 0. Damit man es überhaupt sieht, habe ich das so mal ein bisschen größer eingemalt. Das wird vielleicht ein Grad sein. Wir hatten uns ja dann mit dem Taschenrechner und so weiter beholfen und haben gesagt, okay, wenn der Winkel 0 ist, ist der Sinus 0, weil die Seite ja 0 groß ist. Wir wissen ja, Sinus eines Winkels ist Gegenkathete durch Hypotenuse, gegenüberliegend. Dazu eine schöne Übung, auch nochmal auf den Link gucken, wie man immer Gegenkathete, Ankathete und so weiter bestimmt. Das geht ganz leicht und ganz easy und gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Der Cosinus ist 1, da ja die Ankathete fast so lang ist wie die Hypotenuse, wenn der Winkel nur 1 Grad ist und wenn er 0 Grad ist, dann ist ja eigentlich kein Dreieck mehr, dann muss der Cosinus 1 sein. Der Tangens, der ja Gegenkathete durch Ankathete heißt, ist dementsprechend 0, weil die Gegenkathete 0 Zentimeter, Meter oder irgendwas auch immer groß ist. Hierauf komme ich dann später nochmal, weshalb der Kotangens unendlich wird. Auch hier. Wir betrachten jetzt mal die nächsten Winkel. Okay, muss ich nicht viel sagen, bei 30 Grad ist der Sinus 1,5. Und dann könnte ich mit 1,5 Wurzel 3 und solchen Begriffen jetzt um mich schmeißen. Wir haben es mal mit dem Taschenrechner errechnet. Der Tangens wird schon mittlerweile größer als der Sinus, 0,577 und so weiter. Und hier bei 45 Grad Winkeln, hier und hier in den beiden Ecken, ist der Sinus zwar 1,5 Wurzel 2, okay, lassen wir das. Und der Cosinus genauso. Warum? Weil beide Seiten gleich lang sind, ne? 45 und 45 Grad hier entspricht also einem gleichschenkligen rechtwinkligen Dreieck. Und der Tangens ist 1, der Kotangens auch. Kotangens ist ja nur das Reziproke des Tangens. Okay. Gut, 1 ist er. Und jetzt wird der Kotangens immer größer und der Tangens immer größer und der Kotangens immer kleiner. Gucken wir uns das mal auf der nächsten Seite an. Und zwar, jetzt habe ich mal geschätzt 60 Grad gewählt. Der Cosinus 0,5 und so weiter. Aber hier, der Tangens, der wächst schon. Der ist schon mehr als 1. Warum? Die Seite ist ja viel größer als die. Und wenn ich jetzt an 90 Grad herangehe, also 89,99999 und so weiter Grad, dann wird der Tangens unendlich. Warum? Ganz einfach vom Rechenbeispiel her, wenn ich sage 2 durch 4, 2 geteilt durch 4 kann ich auch als 2 Viertel, ich weiß, man kann es kürzen, darstellen. Vielleicht werde ich hier noch einen Link anbringen, weshalb Bruchrechnung eigentlich ganz einfach ist, weil das nichts anderes ist als andere Schreibweise. Kein Doppelpunkt, sondern ein Bruchstrich. 2 durch 4 ist 0,5. 2 durch 2 ist schon 1. Und wir lassen mal hier, na, hier unten, das gefällt mir jetzt nicht, warte mal, machen wir mal nicht so groß. So, hier, wir lassen mal den Divi so immer kleiner werden und siehe da, das Ergebnis wird immer größer, größer, größer. 2 durch 1,5 ist schon 4, 2 durch und jetzt 0,05 statt 0,5 ist schon 40 und jetzt kann man sich vorstellen, weshalb der Tangens eben immer, immer größer wird und gegen unendlich strebt. Das ist alles ganz gut und schön für rechtwinklige Dreiecke, aber was machen wir, wenn wir Winkel größer als 90 Grad, also hier diesen Winkel, wenn ich den größer als 90 Grad wählen möchte, dann komme ich mit dem Thaleskreis nicht aus. Das macht man dann mit dem sogenannten Einheitskreis. Einheitskreis hier, Einheit, das ist das Schicke, die Einheit, die wähle ich auf 1. Und warum? Hier angeguckt, das ist ein rechtwinkliges Dreieck und die Hypotenuse ist jetzt, um den Sinus darzustellen, immer 1. Und jetzt kann ich ja auch den Winkel mal größer machen und siehe dann, die Hypotenuse bleibt ja 1, weil der Radius des Kreises ja 1 ist. Und ich kann hier immer direkt den Sinuswert ablesen. Ablesen, beziehungsweise auch den Cosinuswert und so weiter. Wie das mit dem Tangens geht, wie das mit dem Einheitskreis überhaupt funktioniert, weshalb der auch wirklich sehr nutzbringend ist. Schon alleine, weil man die Winkel immer größer werden kann. Ne? Hier immer wieder größer, größer, größer.
Und ich kann jedes Mal den Sinuswert oder Cosinuswert ablesen und ein bisschen anders dargestellt dann auch den Tangens und Cotangens. Dazu dann den Link, beziehungsweise jetzt am Ende nochmal ein paar Links. Das ist also dann ein bisschen weitergehend und ich hoffe, dass wir die ganze Sache ganz gut zusammengefasst haben. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten, falls wir uns hier nicht nochmal mit neuen Videos auf dem Kanal sehen. Aber ich glaube, wir machen mal diese Woche ganz chillig ein bisschen Wiederholung. Ne? Macht's gut, tschüss.